Hallo Leute, willkommen bei Sims Mittelalter. Dies ist Teil 9. Ladenbesitzer Melcher ist gerade wieder aufgewacht. Ja, und ist jetzt ziemlich hungrig. Jetzt gucken wir mal, was wir kochen können. Grütze. Oh, wir können jetzt viel, viel mehr kochen als vorher. Das ist gut. Taubensuppe. Aber ich denke mal, wir machen eher was Einfaches. Nicht die Grütze, dann sind die immer so frustriert. Ich glaube, die Kartoffeln waren relativ bezahlbar. Und er muss mal Samen finden, denn Samensuppe essen die auch gerne. Oder Samenbrei. Und den kann man selber finden. Da muss man kein Geld für ausgeben. So, das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Weil, ja, das dauert sonst Ewigkeiten. Oh, und dann noch was. Ich kaufe ihm mal einen Tisch für hier oben und mache das zu seinem Privatgemach, denn sonst essen ihm die Leute womöglich da unten sein Essen weg. Weil da kommen ja jede Menge Leute rein. So, also, was will ich? Tisch. Billig muss er sein. Das ist gut. Fassessenstisch 35. Das können wir uns gerade noch so leisten. So. Und dann holen wir uns einen Stuhl dazu. Stuhl müsste hier sein. Stuhl. Fass-Essstuhl. 20. Sehr gut. So ist recht. So, und jetzt gucken wir mal, ob er sich jetzt da hinsetzt. Nö, er ist schon auf dem Weg nach unten. Aber nächstes Mal weiß er dann, dass er hier oben einen Tisch hat. So. Ja, und ich denke mal, jetzt ist er auch hungrig genug, um sich das Essen zu schnappen. Irgendwie komme ich oft nicht nach rechts. Nach links geht. Ja, aber nach rechts ist öfters irgendwie blockiert. Keine Ahnung wieso. Aber wenn ich dann hier auf ihn zentriere, dann geht es wieder. Na, was haben wir hier? Eine Hellseherin Donner und Pharma Mark. Ja, die hätte ihm jetzt fast das Essen weggegessen. Und das ist... Na, sowas. Hey, hört mal auf zu kämpfen. Betrachten. Na, sowas. Das ging jetzt aber schnell zur Sache. Ja, jetzt gucken wir mal. Er hat hier immer noch keine Arbeitsaufgaben. Das ist gut. Hier ist er negativ wegen der Fleischwunde. Oh, das dauert immer noch 4 Stunden. Das ist nicht gut. Und gedemütigt? Das ist neu. Na, sammeln hier mal ein paar Kräuter, dann kriegst du auch ein paar gute Eigenschaften. Ah, neue Sachen, ja. Ah, der ist ja irgendwie gierig oder sowas. Humpel, humpel. Tja, ist die Frage, lohnt es sich deswegen zum Arzt zu gehen? Wenn es in 3 Stunden sowieso weg ist... Ich denke mal, es lohnt sich nicht. So. Okay. Hier steht, ich kann dieses Rätsel unmöglich nüchtern lösen. Nicht mal halbwegs nüchtern. Getränk erhalten. Und dann kriegt er sogar als Belohnung 30 Erfahrungspunkte. Lassen wir ihn einsaufen. So, Getränk holen. Melcher konnte nichts sammeln. Och. Na, vielleicht hilft ihm das Saufen. Ja, 3 Stunden noch, 2 Stunden. Wir versuchen das mit dem Sammeln auch einfach nochmal. Wenn er sich hier auf den Weg macht, er muss dann ja... diesen Bauern suchen und er muss zu Gräfin Rosenrot gehen.
Aber jetzt soll er erstmal einen trinken. Das beschleunige ich auch mal, weil das braucht ja eine Weile. Ah, schick, war genau richtig. Na prima, jetzt hat er hier ein... Jetzt ist er voller Energie. Für 4 Stunden. Na, immerhin. Probier jetzt nochmal was zu sammeln. Das könnte jetzt vielleicht besser klappen. Und dann gucken wir mal, wo hier... Das ist der sagenumwobene Bauer. Wo der ist. Vielleicht liegt das ja auf dem Weg zu Gräfin Rosenrot. Hier, so. Nee, oh, da ist der sagenumwobene Bauer. Die gute Bäuerin Eileen. Tja. Na toll. Naja, immerhin ein bisschen hat er was gefunden. Samen auch. Das ist gut. Dann kann er sich vielleicht mal Samenbrei machen. Hier steht jetzt Ei werfen und Tomate werfen. Nein, er soll sagenumwobenen Bauern suchen. Na, komm mal hierher. So schnell wie möglich. Huch. Okay. Als Ladenbesitzer Melcher auf dem Hügel angekommen war, der die grausamen Instrumente der Gerechtigkeit des Königreichs beherbergte, fielen ihm mehrere unbekannte Gestalten auf, die am Pranger gefangen gehalten wurden. Bei näherer Betrachtung erkannte Ladenbesitzer Melcher die Person, die der Sim beschrieben hatte. Voller Schmerz wurde ihm klar, dass er die Vision nur deuten können würde, wenn für ihr Wohl gesorgt war. Das verstehe ich so, wie hier die gute Bäuerin Eileen muss befreit werden aus dem Pranger. Mal gucken. Aber er kann hier nicht befreien, sondern nur Tomate oder Ei werfen. Kann er hier fragen? Nee, das ist ja ein Seebär. Ein Tier, der... Schutzmann? Ne, den kann er offenbar auch nicht fragen. Mal gucken hier. Man muss Gräfin Rosenrot irgendwie zu verstehen geben, dass hier jemand ganz eindeutig zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Gräfin Rosenrot bitten, die gute Bäuerin Eileen freizulassen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt doppelt zu Gräfin Rosenrot gehen. Das ist doch praktisch. Dann versuche ich auf dem Weg dorthin noch ein paar Pflänzchen zu finden, damit er seine nächste Mahlzeit mit selbstgefundenen Samen bestreiten kann. Mach hier mal entdecken. So. Jo, und sammeln. Das kann man wegmachen. Okay. Gut, also sehr gut ist er jetzt noch nicht im Sammeln. Ich mach mal kurz Stopp, damit ich den Weg finde. Ah ja, ich glaube, es geht hier lang. Ist das richtig? Oder geht es da hoch? Nee, es geht hier lang. So. Ja, man muss immer über diese Brücke gehen. Da kann er nichts entdecken. Da auch nicht. Gibt's hier irgendwie was? Da ist noch was. Ja, hier kann er entdecken. Und dann ist er auch gleich ein Stück weiter gekommen. Na, hier wäre auch was. Aber das kann er nicht. So. Ja, sehr schön. Sammeln. Was hat er? Die Fleischwunde. Ah, nur noch 48 Minuten. Dann wird es alles auch etwas besser. So, gibt's hier was zu sammeln? Nein. Aber hier kann er sammeln. Na. Hier. Und hier. Und dann hat er bestimmt auch schon eine Mahlzeit zusammen. Oh, das
kann er dann auf dem Rückweg sammeln. Jetzt soll er hier erstmal reingehen. Und dann Gräfin Rosenrot treffen. Ja, da ist sie ja, da ist sie ja. Sehr gut. Also, er soll sie mit ihr über die Vision reden und die bitten, die gute Bäuerin Eileen freizulassen. Also erstmal, Melcher ist dazu nicht konzentriert genug. Freilassung ist nicht konzentriert genug. Na Pech. Dann lasse ich ihn erst nochmal sammeln, bis diese 48 Minuten rum sind. Und dann müsste er konzentriert genug sein, um mit der Gräfin zu reden. So, wie lange noch? 22 Minuten. Mal gucken, ob es dort auch noch was gibt. Ja. Ja, geh doch einfach mal dahin. Komme ich dahin? Nö. Wo steckt er? Er steckt hier. Na, jetzt muss er die ganze Zeit humpeln, der arme Kerl. Na, da komme ich wohl erst hin, wenn auch der Melcher dort ist. Das ist in Ordnung. Ja, noch 2 Minuten. Ah, dann muss er da eigentlich gar nicht mehr hingehen. Dann warten wir einfach die 2 Minuten ab und dann wird es bei ihm gleich besser. So. Okay. 11 Stunden. Ach so, jetzt ist die Verletzung nicht mehr so schlimm. Na gut, wir probieren's mal. Oh. Jetzt hält sie hier Hof. Naja, geh hier mal rein. Und ich dachte, es geht ihm dann wieder besser. Wir gehen dann doch mal beim Arzt vorbei. Okay. Mal gucken. Ah ja, über Visionen unterhalten. Immerhin, das geht jetzt. So. Ja, stellt euch mal so schön hin, dass ich mit euch screenshotten kann. Also, gehen wir mal näher ran. So. Okay, mache ich mal einen ersten Screenshot und dann redet ihr mal. Genau, Dromesh Felsip. Mal gucken, was sie so zu sagen hat. Sei gegrüßt, Ladenbesitzer Melcher. Eine seltsame Stimme und das Bild von einer Quelle klingt ganz so, als seist du zu einem persönlichen Abenteuer auserwählt worden. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, und ehrlich gesagt bin ich auch viel zu beschäftigt, um Träumen nachzujagen. Mir hat es immer geholfen, in die Vergangenheit einzutauchen. Deshalb rate ich dir, über Nachforschungen zu weiterem Wissen zu gelangen. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, das war jetzt eine freundliche Absage, würde ich sagen. Uxiba! Aber immerhin. Und du solltest jetzt auch mit hier mit dem Freilassung vom Pranger erbitten. So. Va, Elba. Desim Tirelsha Vanishla Vanik? Monev, Devono in Selb. Okay. Ich kann die gute Bäuerin Aline trotz deiner Stellung in Avalon nicht einfach freilassen, Ladenbesitzer Melcher. Sie hat unsere Gesetze missachtet. Die Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden, wenn das Königreich nicht in Anarchie verfallen soll. Wenn sich jedoch jemand bereit erklärt, ihren Platz am Pranger einzunehmen oder die Kaution zu bezahlen, könnte ich ihre Freilassung bewilligen. Okay, das klingt nicht gut. Ja, dann muss er wohl entweder einen Haufen Geld zahlen
Oder er muss selbst an den Pranger. Okay, jetzt kannst du vielleicht noch was Freundliches sagen. Versuch mal, sie kennenzulernen. Und mit ihr zu plaudern. Und vielleicht kannst du ihr auch ihre Schönheit loben. Und natürlich ihre Tugenden loben. Ja, na immerhin. Ihre Beziehung verbessert sich. Sie sehen aber schön aus. Okay. Hey, hier, ihr geht da mal weg, bitte. Okay. Ja, jetzt. Rosenrot hält Melcher für kokett. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal. Gibt es nicht? Dann gehen wir einfach mal. Ja, lassen wir die mal plaudern. Was muss sie machen? Muss er machen? Bücherregal nach Hinweisen auf Quelle durchsuchen. Und Getränk erhalten mal wieder. Toll. Gibt es hier ein Bücherregal? Nö, irgendwie nicht. Ist hier ein Bücherregal? Nee, so ein Pech. Weil bestimmt hat er selber auch keins. Nun ja, jetzt gehen wir erstmal zum Arzt. Melcher, komm, reiß dich los von der holden Königin. Geh mal hier hin. Und ich glaube, der Arzt... Oh, wir haben keinen Arzt. Das war in meinem Test-Gameplay, wo ich einen Arzt hatte. Aber hier haben wir keinen Arzt. Also muss er da durch mit seiner mäßigen Verletzung. Tja, das tut mir richtig leid. Und die Pflanzen sind noch nicht nachgewachsen. Okay. Ah, ich sehe, es gibt hier einen Weg. Da kommt man dann schnell in den Wald. Ah, er könnte auch einfach mal hier lang gehen. Und, ups, falsche Richtung. Und es gibt hier einen Weg. Das ist dann der Weg zum Hafen. Und der normale Weg zum Dorf. Aber ich wette, hier lang kommt er dann auch zum Dorf. Na, so, da geht er jetzt lang. Er geht schon wieder ganz ordentlich. Also seine Verletzung ist schon wieder deutlich besser. So. Ja, dann lasse ich ihn hier auch noch was sammeln. Und ein Bücherregal braucht er. Vielleicht muss ich ihm ein Bücherregal kaufen. Tja, ah, hier kann er noch was entdecken. Und die Bäuerin leidet immer noch. Aber hier gibt es gar keine Aufgabe. Vielleicht muss er erst einen saufen, um die nächste Stufe zu erreichen, was diese Bäuerin angeht. Weil hier kann er nur Ei werfen oder Gefährtin. Fiona, die Henkerin. Freundlich. Ja, das sind nur die ganz normalen Aussagen. Nö. Aber hier lasse ich ihn dann noch was sammeln. Dann ist er auch wieder auf dem normalen Weg. Huch. So. Ja. Ob es in der Kneipe ein Bücherregal gibt? Wir spähen mal rein. Ist das ein Bücherregal? Nö. Archiv des Barden. Nee. Ah, hier gibt's eine Bühne. Okay, hier, das ist wohl die Theke und ein Tisch.
Und hier oben wohnen die wohl. Und was ist da? Ein Wagen? Das ist die Garage. Cool, sie könnten ja eigentlich hier auch Tische und Bänke draußen hinstellen. Nun ja. Das soll nicht unsere Sorge sein. Oh, er hat Aufgaben gekriegt. Geschmack von zwei Kunden loben. Zwei Kunden umschmeicheln. Dann geh mal schnell nach Hause. Und ich beende mal diese Episode. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um diese Aufgaben und schauen auch, wie er damit weiterkommt. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.